Und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2 Remix. Nachdem es im letzten Part gegen das Phantom recht knapp war, dachte ich mir, probiere es in diesem Part gleich nochmal. Was heißt, dachte ich mir? Um ehrlich zu sein, ist das so ziemlich mein letztes Ziel, bevor es heißt, los Boss, Ansem, wir machen dich platt. So, jetzt kann ich hier also nur hoffen, dass es diesmal besser wird. Haben wir das schon mal erledigt? So schön wäre es, wenn ich ihn natürlich ein bisschen besser treffen würde als beim letzten Mal, dann würde ich mir zum Beispiel schon mal viel, viel MP sparen. Ja, jetzt hat Peter Pan natürlich. So lange, wenn der Zauber kommt und ich habe das hier an, dann. Das ist mega. Ich habe auch einen mit MP ausgerüstet. Ich mache da jetzt einfach Stopp drauf. So, was willst du denn jetzt haben? Feuer. So, Feuer hat gesessen. Peter Pan. Ich hoffe, dass es echt besser läuft dadurch, dass ich einen mit Feuer, mit Ether ausgerüstet habe. Dass das mir schon. Dass das mir schon einen kleinen Bonuspunkt verschafft. So, heilen muss ich mich dennoch. Ich habe so Angst, dass das da wieder weitergeht. Ich setze mal Mega-Ether ein. Ach so, genau. Und ich habe mir auch ein. Entschuldigung. Ich habe mir auch ein zweites Elixier ausgerüstet. Ich habe auch überlegt, ob ich hier mit Ultima rangehe, wegen den mehr Angriff. Aber das war. Dachte ich mir, lassen wir es dabei. Ja, jetzt ist auch noch mein Ladekabel gleich fertig. Moment, das möchte ich kurz beheben. Weil das liegt ja immer direkt vor mir. Ich muss es nur anstöpseln. Bitte seid mir nicht, nimmt es mir nicht übel. Bitte nimmt es mir nicht übel. Komm schon. Ich möchte nicht reingehen in den Controller. Wie auch, wenn ich es falsch rumhalte. Ich depp. So. Wird geladen, weiter geht's. So. Heilen. Was sagt die Uhr? Mach ich einfach nochmal Stopp drauf. Aha. War ja abgeblockt. Jetzt macht er auch noch Aua. So viel Feuer. Boah. Kann mir mal jemand sagen, wie ich das ausweiche? Wäre so schön, wenn Feuer mal treffen würde. Jetzt ist weiß. Ach toll, und Peter Pan hat mir die Show geklaut. Ich dachte gerade, das Ding hat sich bewegt. Ah, toll, Feuer gegen Feuer daneben. Ach, was soll's. So, und mal gucken, was willst du jetzt von mir? Blitz. Blitz. Ich sehe es nicht. Und K.O. Die Uhr habe ich gerade. Aha. Na los, komm jetzt. Ich das schon wieder. Ich mag Feuer überhaupt nicht. Eis umso mehr. Und jetzt können wir immer. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was willst du machen? Willst du mich mobben? Haha. Ups. Wow, das war ja mal Glück im Unglück, war, dass ich gerade davor stand. Hui, daneben. Und gleich nochmal draufhauen. Aber deswegen bringt es das nicht, weil das ist nur, sind immer nur so ganz kurze Intervalle, wo man
da wirklich draufhauen kann. Das lohnt sich da nicht. Oh oh. Danke. Ich möchte mich trotzdem heilen. Okay, jetzt hätte sich das gelohnt, weil dreimal hintereinander und so, aber trotzdem. Haha. Oh oh. Das ist mir viel zu spät aufgefallen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich heile mich trotzdem. Oh, das ist mein Gegner. Ich habe noch viel mehr Heil-Items als beim letzten Mal. Als wir ihn so weit runtergehauen haben, würde ich mal sagen. Und Peter Pan, na gut. Hat nur noch 7 Sekunden, aber was soll's. Ich denke, den kriegen wir trotzdem noch klein. Mach jetzt auch noch gleich zur Sicherheit noch einen nächsten Stopp da drauf. Benutze ein Mega-Ether. Oh, das war knapp. Das war mir schon wieder viel zu knapp. Aber egal. Knapp war knapp, jetzt schaffen wir es. Daneben. Oh. Achso, das hat Peter Pan zum Glück geregelt. Ich dachte jetzt, ich bin so weit weg und kann dagegen nichts tun. So, gleich nochmal. Ich hab. Entweder ist es. Kommen diese weiße Kugel öfter als gedacht oder keine Ahnung. Ui, ich habe gar kein Aero mehr. Ich muss aufpassen. Wenn Peter Pan das nicht macht, dann mache ich das auch nicht. Oh, es fehlt nur noch ein Treffer. Angesichts der Tatsache, dass nur noch ein Treffer fehlt, mache ich vielleicht doch ein Aero gar, um diesen das Ding abzuwehren. Juhu, Abwehrkraft und Angriffskraft erhöht. Ich bin ja fast schon, ich bin... Boah, ihr glaubt ja nicht, das war echt mein persönlicher... Secret-Boss, den Platz zu machen. Und es ist eigentlich ein Herzloser. Er sieht komisch aus, so ein bisschen gruselig sieht er ja schon aus, mit den weißen Kleidchen da und den schwarzen Armen. Die Kraft der Zeit erhalten. Stopp-Ravolo hat sich zu Stopp-Gar weiterentwickelt. Jetzt ist es bestimmt auch wesentlich leichter, Freund-Tor zu bekommen. Der verhüllte Schatten. Jetzt haben wir gleich noch eine Trophäe erhalten. Und gleich noch eine. Professor? Ich möchte jetzt mal abspeichern, nimm's mir nicht übel. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich extrem viele Ether verschwendet habe. Ist aber egal. Datei löschen, bloß nicht, bist du besoffen? Ich speichere gleich zur Sicherheit nochmal an, weil ich sehr happy bin, dass ich den besiegt habe. So, was ist jetzt unser Ziel? Erstmal Gummijet. Weil wenn man den besiegt hat, hat man ja Stopp-Gar bekommen und dann kann man noch was Schönes machen. Und das möchte ich jetzt natürlich als erstes erstmal tun. Statt Travers. Winnie Pooh haben wir. Ich gehe gerade nochmal durch. Trio-Technik, Ultima, Secret-Bosse. Ja, das spricht eigentlich nichts mehr dagegen, dass wir im nächsten Part uns auf den Weg zum Ende machen, oder? Merlins Zimmer. Genau, da wollte ich hin. Aber wie gesagt, erst im nächsten Part. Der wird jetzt hier wahrscheinlich etwas kürzer sein. Passiert, sage ich mal. Aber das Phantom endlich besiegt. Ich bin so... so froh. So, bevor ich mit Merlin spreche, möchte ich nochmal mit ihm hier sprechen. Mit ihr hier. Ihn hier vor allem, das war gut. Mal gucken, was... Meine Welt ist auch verschwunden. So, ich dachte, ich habe vielleicht irgendwann nochmal was aufgesammelt, was sie machen könnte, aber nee. Na bitte, das ist wirklich beeindruckend. Das ist für eure Bemühungen. Der Alschera-Stab. Passt gut drauf auf.
Das ist praktisch als Dank dafür, dass Donald... Der ist gar nicht so stark. Naja. Das ist der Meteorstab. Das ist die Bedankung dafür, dass wir alles Magie auf maximal aufgebessert haben. Na gut, dann würde ich sagen, das war's dann erstmal für den Part. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, dass ihr auch im nächsten Part von Kingdom Hearts Final Mix wieder mit dabei seid. Bis dahin.